Jetzt kaufen wir uns einfach mal auf ganz entspannt die Meerjungfrauen-Villa. More Info, kaufen in 3, 2, 1 und nochmal Robux ausgegeben. Unlock 3 Legendary Royal Carriages, kaufen für 450 Robux in 3, 2, 1 und... Aua, Leute. Hi Leute und herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute spielen wir wieder Adopt Me. Und ja, heute kaufen wir mal das royale Bande, Leute. Heute holen wir uns hier diese Autos hier für 450 Robux. Das heißt, diese Folge werden wieder Robux ausgegeben. Außerdem wollte ich mir vielleicht noch ein Haus kaufen. Mal schauen, Leute. Bleibt auf jeden Fall dran, um das zu sehen. Und lasst uns zelten gehen, Leute. Ich packe mal hier meine Giraffe aus. Die muss jetzt leider nicht mehr zelten. Aber schlafen wird sie trotzdem noch müssen. Und das heißt, wir können die hier schon mal hinlegen, Leute. Unsere Neon Flyride Giraffe. Und mich gleich auch. Und dann können wir direkt hier schlafen. Ja, wie gesagt, heute kaufen wir hier die drei Royal Cars und eventuell hier noch zum Beispiel das Haus hier für 240 Robux und vielleicht noch den Ice Cream Truck oder irgendwie sowas in die Richtung. Mal schauen, Leute. Ich lege mich auf jeden Fall jetzt hier erstmal schlafen. Die Giraffe ist schon fast fertig. Boom, die Giraffe ist fertig. 7 Bucks bekommen und wir sind gleich auch fertig. Ja, dann werden wir mal ein bisschen mit der Giraffe hier diese Folge rum chillen. Und naja, gleich werden wir eh die Autos kaufen. Wir haben uns nämlich schon mal in einer der letzten Folgen hier die drei legendären Super Autos geholt, also die Super Sport Autos. Übrigens, falls dir dieses Video gefällt, dann lass du gerne einen Like da. Und falls du auf dem Kanal bist, dann abonniere doch gerne den Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Außerdem habe ich TikTok, Leute. Ich habe TikTok, könnt ihr gerne abchecken, in der Beschreibung verlinkt. Und ja, wie gesagt, in einer der letzten Folgen haben wir uns hier dieses Auto gekauft, was übrigens Axel heißt, Leute. Dann war noch das hier dabei, Douglas. Und dann war noch das hier dabei, Tiffany. Tiffany, Leute, ein pinker Bugatti. Ziemlich, ziemlich cool auf jeden Fall. Und heute werden wir uns hier diese drei Wagen holen, weil sie gerade alle im Sale sind. Normalerweise spricht mich das hier Design hier nicht so an. Ich weiß nicht, Leute, mögt ihr diese Wagen hier, ja oder nein? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Ja, ich werd sie mir auf jeden Fall kaufen. Und ich kann ja einfach einen von denen an euch verlosen, Leute. Ich kann ja einfach mal einen von denen dann an euch verlosen. Das geht ja, ich meine, man kann sie traden. Das heißt, Leute, ihr schreibt mal bitte den Lieblings von denen hier in eure Kommentare. Nicht in eure Kommentare, Leute, in meine Kommentare. Den schwarzen, den pinken oder den blauen. Schreibt einen von den drei hier in die Kommentare. Oder links, Mitte, rechts. Und dann join ich euch nach. Und wenn ihr Glück habt, dann gewinnt ihr dieses eins von diesen Autos, was ihr halt da reinschreibt. Außerdem natürlich euren Roblox-Namen. Und abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und teilt das Video. Und natürlich liken, Leute. Versteht sich. Ja, dann kaufen wir uns das gleich direkt mal. Aber davor würde ich sagen, holen wir uns erstmal ein freshes neues Haus. Danke schön, dass es nicht funktioniert hat, hier durchzufahren. Dann probieren wir das jetzt einfach nochmal. Hallo, bitte Hilfe hier durch. Ich will hier reinfahren. Dankeschön. Jetzt hat es funktioniert. Jetzt werden wir mal hier eben ein Haus platzieren, weil, ja, da ist sogar der Platz frei. Das trifft sich gut. Sollen wir noch zum Zelten gehen, Leute? Nee, komm, egal. Wir gehen nicht zum Zelten. Wir stellen jetzt unser Haus hier hin. Und jetzt kaufen wir uns einfach mal auf ganz entspannt die Meerjungfrauen-Villa. More Info, kaufen in 3, 2, 1 und nochmal Robux ausgegeben. Nice, Leute, weil ich wollte es mir einfach mal holen. Ich finde, das ist zwar so das Haus, was ich so am wenigsten feiere von den Robux-Häusern, aber irgendwie feiere ich sie dann doch irgendwie wieder. Aber guckt sie euch mal an, Leute. Guckt sie euch mal an. Gehen wir hier rein und schauen uns das ganze Haus mal an. Was ich halt hier so cool finde, ist, sie ist erstens riesig. Also, ich habe mir das jetzt gekauft hier, um irgendwelche coolen Riesen-Events hier zu veranstalten mit auch Fans und so weiter und so fort. Hier können ja echt viele, viele Leute rein. Guckt euch das an, wie groß das Haus hier ist. Natürlich, ich habe genug Geld. Ich könnte mir auch hier dieses Apartment für 8000 Cash holen. Und das wäre dann nochmal ein Tick größer. Aber ich finde, das hier ist schon ziemlich, ziemlich groß, Leute. Hier ist genug Platz. Da ist genug Platz, Leute. Hier ist so viel Platz. Haben wir hier irgendwo eine Badewanne oder eine Dusche? Weil ich würde mich ganz gerne mal duschen, weil das meine Aufgabe ist. Ja, Leute, ich suche mal gerade eine Badewanne. Wird doch hier irgendwo eine... Da, Leute, da ist ein Pool hinter den ganzen Broten, warum auch immer hier so viele Brote sind. Chillen wir uns mal kurz hier rein. Und hier haben wir sogar einen Ofen, wo wir Pizza drin backen können. Das ist richtig cool. Und jetzt müssen wir noch zum Spielplatz gehen. Da gehen wir dann gleich hin. Aber davor, Leute, davor duschen wir uns hier und dann gucken wir uns jetzt nochmal das Haus an. Und wir kaufen gleich noch die drei legendären super... Nee, nicht super, sondern die drei legendären Royal Carriages, Leute. Die drei legendären Royal Fahrzeuge für 450 Robux. Diese Folge gebe ich wieder viele Robux für euch aus. Das heißt, like doch gern mal. Und die Giraffe... okay, jetzt. Ich weiß nämlich, Leute, dass man hier einfach runtertauchen kann. Und das ist mega cool. Man kann einfach hier runtertauchen und hier kann man dann auch Sachen platzieren. Ist das nicht cool? Also ich finde, das ist ein richtig cooles Feature, was sie hier eingebaut haben.
Hier kann man dann einfach Sachen platzieren. Was könnten wir denn hier platzieren jetzt, Leute? Platzieren wir hier mal einfach, was gibt's denn hier so cooles, Leute? Gehen wir mal auf selten. Gibt's irgendwie was cooles, was man hier platzieren könnte? Nee, tatsächlich nicht, Leute. Gibt's hier was bei Schloss? Bei Schloss, Leute. Wir kaufen uns ja hier gleich die coolen Autos. Können wir dann einfach hier mal einen Spiegel hin platzieren? Tatsächlich, Leute. Einfach mal so einen Spiegel hier hin platziert. Easy peasy, Leute. Und da können wir natürlich noch viele weitere Sachen hin platzieren. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr mal Folgen sehen wollt, wo ich vielleicht meine Häuser oder so designe oder sowas. Mein Haus für 1250 Robux, also meine Millionär-Menschen und vielleicht auch das hier. Aber jetzt wechsle ich mal ganz kurz wieder zu meinem Millionär-Menschen. Boom, easy peasy, Leute. Das habe ich jetzt, weil ich mag die schon auf jeden Fall mehr, auch vom Aussehen her. Und wir kaufen uns gleich die Royal Wagen. Aber davor werden wir jetzt hier nochmal kurz zum Spielplatz reiten. Ja, da werden wir kurz beim Playground sein. Jetzt sind wir auch noch krank. Oh nein, oh nein, oh nein. Aber davor werden wir hier beim Spielplatz ein bisschen chillen und die Langeweile vertreiben. So, wir setzen uns jetzt hier auf dieses Ding da drauf. So, Leute, jetzt sitzen wir hier drauf und jetzt spam ich eh. Ihr hört jetzt vielleicht an meiner Tastatur und jetzt habe ich noch Hunger, Leute. Ich habe Hunger, das heißt, ich esse jetzt hier noch, ich esse keine Fly- oder Ride-Potion. Davon muss ich auch noch welche verlosen, habe ich im letzten Video gesagt. Da warte ich aber noch ein bisschen auf mehr Kommentare, damit mehr Leute Chancen haben zu gewinnen. Also nicht wundern, dass ich hier gerade noch 5 und 5 habe, wir werden auf jeden Fall noch verlost. Leute, ich will nichts trinken, ich will was essen. Falls ihr das Video noch nicht mit den Fly- und Ride-Potions gesehen habt, wo ich mir dann 5 von jedem gekauft habe, könnt ihr das gerne abchecken. Generell mehr Adopt-Me-Videos in der Beschreibung verlinkt. Und das Video mit den Potion ist das letzte, was ich hochgeladen habe. Einfach mal abchecken. So, Leute, die Langeweile ist gleich vorbei. Dann können wir uns ja direkt hier in die Mitte porten zu den Geschenken. Und wann ist sie vorbei, Leute? Das dauert, das dauert. So, Leute, unsere Giraffe hat Durst. Das heißt, wir geben der auf jeden Fall Limonade. Und hi, kannst du mich bitte nicht wegkicken? Hier, Limonade kannst du trinken. Und jetzt werden wir hier reingehen und uns noch einen goldenen Apfel holen. Und danach wechseln wir auf Erwachsen und kaufen uns die Royal Carriages. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich weiß gar nicht, was davon mein Lieblings ist, Leute. Die Giraffe hat einfach schon wieder Durst. Wie viel will die denn bitte trinken? Hallo, kannst du nicht einfach dich so voll trinken? Ich meine, gut, trinken ist gesund, Leute. Aber man sollte nicht mehr als 3 Liter am Tag trinken. Wobei, ich glaube, eine Giraffe muss auf jeden Fall schon mehr trinken. Naja, geben wir ihr auf jeden Fall hier eine Limonade. Und jetzt werden wir uns hier auch die Royal Cars kaufen. Und Stop Right. Jetzt gehen wir hier raus. Wechseln wir schon mal auf Parent. Und damit die Autos halt größer sind, gehen wir hier durch die Tür durch. Und jetzt, Leute, Geschäft. Unlock 3 Legendary Royal Carriages. Kaufen für 450 Robux in 3, 2, 1 und... Aua! Leute, ich habe sie gekauft. Und jetzt haben wir sie hier im Inventar. Wir haben auch fantastisch gedrückt. Und hier sind die 3 Wagen, Leute. Der Princess. Leute, die Princess Carrie. Oh mein Gott, Leute. Die sieht so... Also, für Mädchen auf jeden Fall eine coole Sache, würde ich sagen. Leute, mich würde interessieren, ob ihr ein Junge oder ein Mädchen seid. Aber ich denke mal, 50-50 oder so ist das hier bei mir. Ziemlich coole Karre auf jeden Fall hier. Carrie oder Carol oder... So, Leute, dann die Prince Carrie. Das war gerade die Princess Carrie. Und jetzt kommt der Prinz. Also für den Prinz, Leute, für den männlichen Part. Das spricht mich dann auch schon eher an. Und dann gibt es auch die Royal und das ist meine Lieblings-Carry, also für mich sieht die am coolsten aus, meiner Meinung nach. Also ich finde hier, die Carry sieht am coolsten aus. Schreibt es aber, wie gesagt, in die Kommentare, was ihr am coolsten findet und dann habt ihr auch die Chance, die Carry, die ihr dann reinschreibt, zu gewinnen. Natürlich gewinnst du nicht zu 100%, aber du hast die Chance darauf, eine zu bekommen. Leute, Carry heißt tragen und wir werden hier ja getragen von einem, Auto würde ich das jetzt nicht nennen. Eigentlich müssen da vorne noch Pferde oder so sein. Sind es hier leider nicht. Dann können wir hier mal ein bisschen flexen, Leute. Die Dinger sind auch sagenhaft, das ist ziemlich cool. Die sind halt gerade zu 70% einfach reduziert und 70% ist meiner Meinung nach auf jeden Fall schon eine harte Nummer. Wir könnten die eigentlich auch nochmal kaufen und dann wegtrade oder sowas. Ich denke mal, das werde ich jetzt aber nicht machen. Die hier Hardhoverboard für 35 Robux. Komm, Leute, easy peasy, nochmal gekauft. Zack, jetzt haben wir noch das Ding hier. Einfach für euch, für die Folge. Was für eine Seltenheitssatz. Ultra selten, okay. Für 35 Robux kann man auch nicht mehr erwarten. So ein cooles Hoverboard ist ganz cool eigentlich. Aber wir können uns dann hier die Celebrity-Menschen oder sowas holen. Oder vielleicht ein Horse oder die Modern-Menschen. Aber wir haben, glaube ich, erstmal genug Häuser. Hier die Magic Door haben wir ja auch schon. Und, da würde ich sagen, war es das an der Stelle auch mit der Folge. Wobei, Leute, werden wir hier nochmal kurz hier die Princess, Leute, wir sind einfach eine wahre Prinzessin. Seht, ich will mich jetzt mal wie eine Prinzessin stylen, Leute. Putzen Sie sich raus, machen wir aber ein neues Outfit. Ich habe hier dieses Paw-Outfit, hier vom armen Jungen. Wobei, ich gehe einfach mal ins, ich mache einfach ein neues Outfit, Leute. Ich will mich jetzt wie eine Prinzessin kleiden. Das heißt, ich wechsle auf Mädchensachen, mach dann dieses Gesicht hier rein oder das hier, Leute. Ich mache einfach das Gesicht hier rein, dann werde ich natürlich hier die Klamotten wechseln. Haben wir hier irgendwelche Prinzessinnen-Klamotten? Nein, nein, das passt ja so gar nicht. Ich habe ja auch keinen Mädchenkörper. Ich bräuchte eigentlich einen Mädchenkörper, Leute.
haben wir hier Woman, Leute, oh Gott, das mit den Haaren, das sieht absolut, wie sieht das denn aus, Leute, wie sieht das denn aus, bitte, ich brauche andere Haare, wo sind hier Haare, hier sind Haare, ich nehme einfach mal kurz hier die hier und die hier schnell weg, so, ja, das sieht schon mal definitiv besser aus, aber die Haare sprechen mich jetzt auch noch nicht so hart an, ja, die hier sind schon gut und ja, das Outfit ist jetzt vielleicht nicht so einer Prinzessin treu, das hier auch nicht, Leute, das ist eher so ein Pulli, NASA auf gar keinen Fall. Ich finde das auch immer ein bisschen scary, dass man hier auf einmal so keine Klamotten anhat, wenn man hier drauf drückt. Aber ja, was soll's. Ich finde, das hier sieht ziemlich süß aus eigentlich. Ich finde, das lasse ich mir an. Spricht zwar nicht für eine Prinzessin. Leute, wir können uns jetzt einen Rock kaufen. Wie sieht das an? Nee, ich würde jetzt eigentlich gerne ausprobieren, aber niemand hat hier irgendwie einen Rock an, Leute. Ja, Leute, das hier, finde ich, sieht eigentlich ganz süß, süß aus. Sehen wir jetzt hier so aus wie eine Prinzessin. Also, ich finde, das ist schon ein ziemlich süßer Mädchenskin, muss man schon sagen. Setzen wir uns jetzt hier rein und jetzt, Leute, jetzt sind wir wirklich eine richtige Prinzessin. Ich meine, wir haben keine Krone, aber das Ding hat eine Krone. Und jetzt fahren wir hier mal wieder zur Mitte. Und dann würde ich an der Stelle auch wirklich die Folge beenden. Falls sie dir gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen nach oben da. Abonnier auch gerne den Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Teile das Video gerne mit deinen Roblox- und Dobby-Freunden, um mich zu unterstützen. Dann würde ich sagen, komisches Ende, weil wir kein Junge mehr sind, sondern Mädchen, Leute. Aber ich bin ja kein Mädchen in Real Life. Hört man vielleicht an meiner Stimme. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und haut hier rein. Und ciao, Leute.